Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin es wieder, Sinja. Und heute zeige ich euch, wie ich dieses schöne Make-up hier kreiert habe. Genau. Und einmal vorweg, schaut euch mal diese schönen Blumen hier an. Die hat mir mein Freund gestern geschenkt. Er hat mich so überrascht, hat meine Augen zugehalten, als ich in sein Zimmer kam. Und dann standen die da. Und Boys, darüber freut sich ein Mädchen echt unnormal. Also ich zumindest. Ich denke, da spreche ich für viele. Nicht für alle, aber für viele. Und ja, ich bin sehr verliebt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe eben gerade schon angefangen zu filmen, aber meine Kamera ging irgendwie aus. Da hatte ich Probleme mit der Speicherkarte und here we are. Also, ich habe eben gerade meine Haare noch gekämmt. Ich saß hier in so einem Handtuch, mit einem Handtuch auf dem Kopf. Und ich habe meinen Gesichtstoner benutzt. Genau, hier, dieses hier. Und zwar mit einem Wattepad. Und dann habe ich mit meiner Feuchtigkeitscreme und, wo ist die andere? Foundation von Kiko. Die habe ich noch nicht lange. Genau, die habe ich beide gemischt, also so 80-20 ungefähr. Und auf meine Haut gemacht. So. Genau, und jetzt geht's weiter. Und ich hoffe, da funktioniert jetzt alles. Ist ein bisschen nervig, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. So, ich benutze jetzt als erstes so einen Cream Highlighter. Und zwar ist hier. Da benutze ich den als erstes, weil der nämlich so richtig flüssig ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich schon davor so Contouring und so mache, dann verwische ich das so. Deswegen mache ich so das als allererstes. Und wenn ich eh schon noch so ein bisschen fettige Haut habe, weil die Creme noch nicht eingezogen ist, dann verteilt sich das auch sehr gut. So, so viel zum Highlighter, da kommt aber später auch noch ein bisschen was zu. Dann benutze ich so eine Cream Contour, obwohl Cream auch nicht, das ist so ein Stick. Und zwar ist der eigentlich echt gut. Ich hätte den mal noch in der Farbe dunkler nehmen sollen. Aber ich weiß nicht, ich habe das online gekauft, dann sieht man das immer nicht so gut. Genau, den mache ich auch immer schön unter meine Finger. So, und auch ganz wichtig, hier so bei der Jawline. Genau, und manchmal mache ich es auch in meiner Nase, aber ich bin einfach kein Profi, was meine Nase mit Konturieren angeht. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt am Ende was wird. Und manchmal mache ich hier oben auch noch so ein bisschen was hin. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass es aussieht wie so eine unverblendete Foundation, so oben dieser Rand. Deswegen benutze ich den nicht immer. Dann benutze ich so einen Zueva-Pinsel. Und zwar ist das die 109. Ja. Und jetzt versuche ich das hier so ein bisschen einzublenden. Ich muss sagen, es funktioniert echt sehr gut, wenn man darunter so Creme hat. Weil es nachher alles sowieso so ein bisschen cremiger ist. Jetzt kommen wir zu meiner Nase. Bisschen aufgeregt. Nein, natürlich nicht, aber oh. Das wird hier eine Herausforderung. So, so viel dazu. Jetzt gehe ich nochmal mit so einem, so, das ist ein bisschen broke hier bei mir. Und zwar ist das von Essence und zwar ein so ein Bronzing Powder. Könnt ihr, glaube ich, auch irgendeins benutzen. Dann gehe ich so ein bisschen rein. Das hier ist echt nicht so pigmentiert. Also ich muss so 300 Mal hier so rumrubbeln, damit da mal was kommt. Ja, und dann versuche ich das einfach hier noch so ein bisschen zu verstärken, den Effekt. Und außerdem geht dann auch so ein bisschen das Geglänze weg. Ne? Dann am Ende wird es ja auch nicht so glänzen wie so ein Schweinchen. Und damit geht das ein bisschen weg. Und das arbeite ich auch so ein bisschen in, an den Hals runter. Ja, und dann halt mich hier so überall so ein bisschen hin. Ich finde, da sollte man noch nicht übertreiben. Manchmal übertreibe ich es echt so ein bisschen. Und das sehe ich, ups, und das sehe ich dann auch erst, wenn ich draußen bin. Sieht aus wie so ein Clown. So. So. Davon braucht man auch echt nicht so viel benutzen. Das ist sehr gut pigmentiert und jetzt so, ups, das war sogar schon ein bisschen viel, ein bisschen auf die Nase, also
noch so ein bisschen verblenden. Ja, komisch, wenn ihr da rot seid, also einfach überall so ein bisschen hin. So, perfekt. So. Ich habe übrigens so ein Porridge gemacht. Gar nicht ästhetisch, weil ich ein bisschen im Zeitstress bin. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, und zwar meinen Augenbrauen. Ich färbe die ja sowieso, also würde ich die nicht färben, müsste ich voll viel machen, weil ich nämlich relativ helle Augenbrauen habe und ja, man soll sie auch sehen. Als erstes kämme ich die einfach so ein bisschen in die richtige Form. Das ist bei mir eigentlich auch schon fast gegeben, also ich muss da nicht viel machen. Ich müsste sie auch eigentlich unbedingt mal wieder zupfen, aber ich weiß, ich kennt ihr das, wenn man das lange nicht gemacht hat, tut das irgendwie viel mehr weh, als wenn man das jeden Tag macht. Ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir so. So, und dann einfach mit der anderen Seite. Achso, das ist übrigens ein Stift von Maybelline. Ich weiß nicht, ob man den sehen wird. Ja, okay. Ist auf jeden Fall von Maybelline. Und die Farbe, weiß ich nicht, Ultra Slim Pencil. Und die Farbe sehe ich leider nicht, aber es ist halt so ein Dark Brown oder so. Und damit gehe ich jetzt einfach erstmal hier vorne so ein bisschen links. Damit sie so in der richtigen Höhe sind. In der gleichen Höhe. So, und ich finde eigentlich bei Augenbrauen kann man nicht viel verkacken. Weil man am Ende blendet man das ja eh wieder weg. Und wenn man ein bisschen zu viel gemacht hat, dann blendet man halt einfach mehr weg. So. Und jetzt gehe ich einfach so von unten nach oben und mal so gefühlt so ein paar Augenbrauen dahin. Also ein paar Haare. Das mache ich auf beiden Seiten. So, und dann halt hinten auch noch so ein bisschen, meistens male ich sie so ein bisschen länger als sie sind. Das ist eigentlich so gut wie fertig. So, und jetzt einfach ein bisschen ausblenden. Das reicht dann eigentlich auch schon. So, Design my eyebrows ging heute irgendwie ganz einfach. Manchmal habe ich da auch so ein bisschen Probleme mit. Muss ja auch mal Glück haben. So, und dann habe ich von Beauty Lash hier. Das ist so ein Eyebrow Gel. Und ich hatte mal eins von Benefit und das ist echt richtig gut. Das muss ich auch safe nochmal nachholen, aber ich war irgendwie bis jetzt zu geizig dafür, weil das ist echt nicht günstig. Nein, aber das ist auf jeden Fall auch gut. Wenn man die nur so ein bisschen ordnen möchte, dann geht das hier auch. So, also wir brauchen noch Mascara, wir brauchen noch Highlighter und Lippen. Genau, ich weiß nicht, ob ich Eyeliner mache. Ich glaube, das wird hier so ein Natural Make-up Look, deswegen werde ich wahrscheinlich kein Eyeliner benutzen. Oder vielleicht so, ich habe so einen Trick gesehen, und zwar, dass man einfach so mit dem Eyebrow Stift einfach so ein bisschen so den Eyeliner nachfährt. Ich glaube, das werde ich einfach mal machen. Ich muss sagen, Eyeliner ist echt einfach Trainingssache. Also wenn du keinen Eyeliner hinbekommst, musst du es einfach üben, wirklich. Ich habe früher in der, ich glaube, 7. Klasse oder so jeden Tag in der Schule Eyeliner getragen. Deswegen kann ich es mittlerweile eigentlich ganz okay. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal noch ein Highlight. Und zwar ist der auch von Kiko. Das ist so ein, keine Ahnung, Gold Waves Highlighter 01. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Den habe ich echt ultra lang. Den habe ich mal in Barcelona mit Janine gekauft. Und ja, ich habe nämlich eine Zeit lang nie Highlighter getragen. Deswegen hat er einfach überlebt. Generell brauche ich meine Produkte irgendwie nie auf. Sondern sammle gefühlt nur. So, und die mache ich schön an die Spitze. Und dann fahre ich einmal mit dem Pinsel hier so hoch. Und dann muss man natürlich gucken, dass das nicht ganz so viel ist. Und dann auch nochmal wieder hier so ein bisschen. So, und weil ich ja so einen kleinen Stift hier nur habe, das ist übrigens die 114 von Zoeva. Genau, mache ich das hier dann, verblende ich das noch ein bisschen mit dem Finger. Genau, manchmal mache ich das auch noch so unter die Augenbrauen, heute irgendwie nicht.
So, ich brauche unbedingt wieder einen Lash Lift. Aber ja, ich muss mich um einen Termin kümmern. Deswegen benutze ich ganz altmodisch diese Wimpernzange. Aber ich muss sagen, das geht bei mir halt auch schon ultra schnell wieder weg. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir, meine Wimpern, die gehen halt einfach straight geradeaus. Und das ist nicht nice, weil auch wenn du deine Wimpern tuscht, man sieht es halt nicht so. Ja, und jetzt benutze ich diese Basic, das ist so, ich glaube, das ist ein Klassiker, kennt jeder. Das ist diese von Catrice, die Wimperntusche. Und zwar Glam and Doll. Ja, und die ist auch wasserfest. Nutze ich auch nicht immer. Früher habe ich immer wasserfeste benutzt. Mittlerweile, keine Ahnung, ist halt immer, ich finde, wasserfeste ist immer so ein Krampf abzubekommen. Das nervt dann halt immer ein bisschen. So, jetzt haben wir das und ja, jetzt fehlen nur noch die Lippen. Dafür benutze ich, das ist so mein Favorite, den habe ich mal einmal bei einer Freundin gefunden. So, von NYX und zwar ist das, wie heißt das? Free Spirit Nummer, ich weiß gar nicht, ob das die Nummer ist, SMLL 52, keine Ahnung. Aber wirklich, das ist also für meine Lippen auf jeden Fall voll so perfekt. Also jeder hat ja so ein bisschen andere Lippenfarbe. Ich muss sagen, mit meiner gleicht das voll gut überein. Dann benutze ich einmal, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher dieser Lipgloss ist. Also ein bisschen rüber. Dann, Leute, ich habe in so einer richtig cuten Box, ich weiß nicht, wie ich die halten soll. Das ist ja so eine Bonbon-Box, glaube ich. Leute, wie schön ist die einfach. Da habe ich so meine Lipgloss drin. Und dann nehmen wir mal diesen hier. Das ist die Nummer 640 von Dior. So. I think this is the fertig Make-up Look. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit diesem Look hier. Ist halt sehr classic, aber ich finde es pretty. Ich will ja jetzt auch gerade rausgehen. Wir haben nämlich erst Vormittag und ich fahre zu meinen Eltern auf so einen Weekend-Trip. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen schön gemacht. Jetzt gibt es auch noch so ein bisschen Schmuck. Achso, und ich habe jetzt ja, das wollte ich euch eigentlich auch mal zeigen, ich benutze für meinen Pony relativ häufig so eine Dinger halt, keine Ahnung, wie nennt man das, ein Lockenwickler, ich weiß es nicht. Und dann hole ich mir hier meinen Pony raus. So, das sieht jetzt sehr cool aus, aber das föhne ich jetzt einmal und dann ist das eigentlich schon der perfekte Pony. Das sind jetzt meine Haare hier. Das sind mir so okay gut gelungen. Genau, ich habe mal so ein blaues Outfit an. Ich kann das auch so zeigen. Ich werde gleich noch so eine Bluse drüber anziehen und eine blaue Tasche dazu. Oh, ist ja nice, hier kann man so durchkommen. Genau, and that's it. Achso, und was ich ganz vergessen habe zu zeigen, mein Go-To-Parfum gerade, und zwar Coco Chanel. Wie beschreibt man das aus? I don't know. Nuir? Ich kann gar kein Französisch. N-O-I-R. Yes. Und es kommt jetzt. Oh, ins Gesicht gesprüht. Auf mich.